Herzlich willkommen zur virtuellen Musikstunde. Heute beschäftigen wir uns mit Johann Sebastian Bachs Präludium C-Dur aus dem wohltemperierten Klavier. Ich habe das Stück ausgewählt, weil ihr es unter Garantie kennt und selbst wenn ihr es nicht kennt, werdet ihr es schnell lieben lernen, weil es eines der Hits der klassischen Musik ist. Wir spielen es in einer Light-Version. Wie genau, werde ich euch gleich erklären. Es ist für euch absolut zu packen, wenn ihr euch dahinter setzt. Es ist ein Stück natürlich, wo man Zeit investieren muss, wo man fleißig sein soll, aber das seid ihr und Noten lesen könnt ihr auch. Deswegen mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Die Methodik, wie ihr das einübt, erkläre ich euch noch. Jetzt beim Hören, wenn ich das gleich abspiele, achtet doch mal bitte darauf, was in der rechten Hand, also in dem oberen System, passiert. Ihr könnt dabei auch einen Blick auf die Tastatur hier unten werfen. Dann fällt euch die Struktur sicherlich auf, ohne dass ich es verrate. Also jetzt erstmal viel Spaß beim Durchhören in der Normalgeschwindigkeit. Später wird es langsamer. So, das war euer erster Eindruck und jetzt drehen wir das mal ein wenig langsamer auf eine bekömmliche Geschwindigkeit und werden uns mal die Struktur angucken des Stückes, die zum Einüben sehr wichtig ist zu kennen. Schaut euch mal bitte den ersten Takt an. Ihr merkt anhand der Farben, denn die Farben repräsentieren unterschiedliche Tonhöhen, dass in diesem Takt immer eine Gruppe von drei Noten sich wiederholt. Ich mache euch das nochmal anders deutlich. So, jetzt geht es um die Struktur des Stückes, wie schon angekündigt. Ich bitte euch jetzt entweder in den ersten Takt der Notendarstellung oder der Kästchendarstellung oder auf die Klaviertastatur zu gucken und zu gucken, was fällt euch dabei auf. Jetzt in der langsamen Version. Bei diesem Stück, bei unserem Präludium C-Dur, findet sich eine
einfache Struktur wieder, die sehr gut dafür geeignet ist, es zu lernen. Denn man kann es einfach machen, wenn man schlau ist. Ihr habt in der Oberstimme, und um die soll es gehen, um die rechte Hand. Die linke Hand sollt ihr nicht lernen, das wäre zu kompliziert, beides hintereinander zu spielen. Ihr könnt es natürlich gerne machen, aber ich verlange das nicht. Also Pflicht ist die rechte Hand, die linke Hand ist die Kür, die ihr gerne dazu machen könnt, die aber etwas schwieriger in der Kombination ist. Ihr seht, dass in jedem Takt, nicht nur im ersten, immer die gleiche Struktur vorherrscht. Das heißt, ihr habt immer Dreiergruppen von Noten, die sich wiederholen. Das Gute an dieser Darstellung hier ist, dass ihr die Noten eingefärbt habt. Das heißt, für jede unterschiedliche Notentonhöhe habt ihr auch eine andere Farbe. Das ist einfacher zu lernen und man sieht auch schnell die Unterschiede von einem Takt zum nächsten. Was ändert sich, was bleibt gleich? Deshalb würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr die Noten ausdruckt, es farbig auszudrucken, wenn es möglich ist, oder sie euch nachträglich einzufärben. So, ihr habt also in der rechten Hand immer drei Noten, die sich wiederholen. Ich mache das nochmal an. Das bedeutet, die Hand merkt sich die drei Noten und dann kommt das Entlastende. Ihr müsst einfach nur das erste Päckchen lernen und der Rest wird wiederholt. Das heißt, man muss sich nur drei Noten pro Takt merken. Das Stück hat 35 Takte, also geht es rund darum, 100 Noten zu lesen und diese zu finden auf der Tastatur. Am Ende ist noch ein bisschen was anders, das erkläre ich dann später, aber im Grunde geht es um 100 Noten pro Takt 3. Das ist zu schaffen. So, jetzt erkläre ich euch, wie sich das mit dem Bass verhält, den ihr ja nicht spielen müsst, aber den man mitdenken muss und der auf dem Playback auch zu hören sein wird. So, ich mache es nochmal an. Der Bass spielt zwei Töne und dann kommen zwei von den Dreiergruppen hinterher. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das heißt, ihr müsst bis 2 zählen, die beiden Bassnoten vergehen lassen. Und dann kommen die anderen Noten hinterher und dann wird das alles wiederholt. Also nochmal deutlich, die beiden Noten im Bass lässt man vorbeiziehen. Und dann kommen die sechs Noten, wie sie in der Oberstimme stehen. Ich mache euch das mal vor.
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 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 So, das Wort Pause hat zwei Silben und die sind genauso lang wie die 1 und die 2, die ich gesagt habe. Das heißt, ihr müsst einfach nur richtig zählen und dann habt ihr auch den richtigen Rhythmus drauf. Ich mach's nochmal. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oder 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merken, merken, merken. Nix, nix, nix. Wiederholung. Okay. Also, das ist die Struktur von dem ersten Takt und diese Struktur setzt sich auch fort in den weiteren Takten, die ihr hier seht. Das heißt, auch im zweiten Takt habt ihr zwei Töne im Bass, die beginnen und dann eine Gruppe von drei Tönen, die sich immer wiederholt. Und von denen ich gesagt habe, dass man die Gruppe 2, 3 und 4 vergessen kann, weil das ja die Wiederholung ist. Wichtig ist nur, dass man den Rhythmus trifft. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ihr das ein bisschen lernt, habt ihr das in Hand und Drehen drauf. Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Thema, nämlich Noten lesen und wie bekomme ich das hin, dass ich die Noten gut lese und weiß, was im nächsten Takt dran ist. So, wir haben hier im ersten Takt bestimmte Noten stehen und wenn man sie vergleicht mit dem zweiten Takt, dann sehen wir schon anhand der Farben, dass in dem zweiten Takt andere Farben, also andere Noten, drankommen. Das heißt hier, im ersten Takt haben wir G1, C2 und E2 und im zweiten Takt haben wir A1, D2 und F2. Es geht also darum, von jedem Takt zu wissen, logischerweise, welche Noten enthalten sind und wie ich von den Noten in dem ersten Takt, jetzt zum Beispiel den zweiten Takt kommen und von denen im zweiten zum dritten und so weiter. So, das will ich jetzt gerade mal hier präsentieren. So, also, welche Noten haben wir in Takt 1? Wir haben G1, C2 und E2. Bitte nicht verwirren lassen durch diese Benennung hier. Hier ist unser C1, nicht C3, wie es hier dargestellt ist. Also immer von der Nummer, die ihr hier seht, auf den Cs 2 abziehen, dann seid ihr in der richtigen Position. Also, wir haben im ersten Takt G, C und E. Im zweiten Takt haben wir A, D und F. Ihr seht, die sind direkt in der Nachbarschaft. Wir haben G gehabt, dann C und E und jetzt haben wir A, D und F. Das heißt, man kann jetzt schon mal die ersten beiden Takte spielen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und so weiter und so fort. Das heißt, man hangelt sich von Takt zu Takt. So, wie geht es jetzt weiter? Ihr guckt, was ändert sich vom zweiten zum dritten Takt. Diese Was-ändert-sich-Frage ist eine ganz entscheidende.
weil damit könnt ihr euch die Arbeit auch etwas einfacher machen. Ihr seht hier nämlich, das D kommt auch im dritten Takt vor, das heißt, das muss sich nicht ändern, aber darunter ändert sich das A zum G und das F bleibt auch so. Das heißt, man muss nur einen Finger ändern. Die gleiche Frage stellt man sich dann von Takt 3 zu 4 und so weiter. Es ist also wichtig für euch, erstmal die Noten zu benennen, wissen, wo die liegen auf der Tastatur und dann zu wissen, was müssen meine Finger machen, um in den nächsten Takt zu kommen. Und es geht ja, das habe ich ja gesagt, eben nur um die Oberstimme und nicht um die Unterstimme. Das bedeutet, ihr habt drei Noten pro Takt zu lesen und ihr müsst die Frage beantworten, wo führen mich diese drei Noten hin in dem nächsten Takt. Ich habe euch netterweise noch ein paar Hinweise, sozusagen Alerts gegeben, wenn ein Vorzeichen zu spielen ist. Nämlich hier zum Beispiel ein Fis. Das kommt hier wieder oder ein Cis. Ich mache mal weiter. Hier kommt ein B. Und zwar das kleine B unter dem C1. Irgendwann kommt auch hier ein S. Die Noten werden hier tiefer. Das heißt, ihr seht, hier ist ein C1 und ein kleines A. Das kleine A wäre hier. So, und das war's nämlich schon mit Vorzeichen. Hier sehe ich noch eins, auch wieder ein Fis. Das meiste in dem Stück sind weiße Tasten. Hier ist noch ein B. So, und jetzt kommen wir zu der großen Ausnahme des Stückes. Ich habe gesagt, und das ist bis Takt 32 auch so, dass immer diese gleiche Struktur verwendet wird. Das bedeutet immer diese drei Töne, die sich wiederholen. Jetzt ist es aber in Takt 34, in Takt 33, 34 und 35 so, dass das ein wenig aufgebrochen wird. Das heißt, da kommt eine Abwechslung, die den Abschluss vorbereitet. Und da müsst ihr etwas anders vorgehen. Das heißt, da müsst ihr tatsächlich alle Noten lesen, die in Takt 33 vorkommen. Natürlich nur die rechte Hand, wie schon gesagt. Takt 33. Takt 34. Und dann in Takt 35 der Akkord. Also, da klingen die Töne gleichzeitig. So, jetzt kommen wir zum Ende, das ganz anders ist als die ersten 32 Takte. Ihr seht, wir haben hier eine Zickzackbewegung im Takt 33 und auch im Takt 34. Und dann landet das Stück hier auf dem Akkord in Takt 35. Hört es euch mal an. Man hat fast den Eindruck, die Melodie stößt immer an so eine Decke an, wird dann zurückgeworfen und geht dann immer stückweise tiefer. Auch in Takt 34 ist es so. Geht ein Stück nach oben, dann stößt es an der Decke und dann geht sie nach unten. Und dann irgendwann landet die Melodie und das gesamte Stück auf dem C-Dur-Akkord. Hört es euch nochmal an.
So, jetzt hören wir uns das Stück nochmal an und gucken die Noten uns parallel an mit den Bewegungen des Klaviers. Das ist jetzt die langsamste Geschwindigkeit. Natürlich könnt ihr die unten am Zahnrad auch nochmal nach unten regulieren, aber jetzt ist es eine gute, lesbare, spielbare Geschwindigkeit. Die Bassstimme ist verschwunden, die hört ihr nur noch. Da müsst ihr euch die 1, 2 oder die Pause mitdenken, bevor dann die 6 Töne in der Kette kommen. Das ist auch eine gute Übevorlage jetzt, was kommt, weil ihr habt wirklich jeden Takt aufgeschrieben und könnt vor- und zurückspulen, wie es euch passt. So, los geht's. So, das war das Stück. Nochmal ein paar Tipps zum Einstudieren in der Schnellversion. Erstmal entziffert ihr die Noten. Es ist gut, dass die sich immer wiederholen, deswegen braucht man immer nur die ersten drei vom Takt zu lernen und dann weiß man, das Ganze wiederholt sich mehrmals. Dann überlegt, welche Töne bleiben liegen. Das hatte ich ja vorne schon gemacht.
Welche bleiben liegen, welche gehen nach unten oder nach oben. Hier kommen die sozusagen hier an. Das exerziert ihr an allen Stellen durch, wo Takte wechseln. Also von einem Takt auf den anderen überlegt ihr euch, welche Töne bleiben liegen, welche verändern sich. Dann würde ich einzelne Einheiten üben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die ersten vier Takte durch habt, dann versucht ihr auch diese in einem Rutsch mal zu spielen. Und wenn das dann klappt und ihr einen Haken dran machen könnt, dann geht ihr zu dem nächsten Päckchen von vier Takten. Und immer so weiter, immer so weiter. Erst absichern, durch Wiederholung, dann zum neuen Teil übergehen. Und wenn ihr euch das gut einteilt und jeden Tag ein wenig macht, dann ist das auch keine große Sache. Wir wollen das Stück dann zusammen in der Klasse aufführen. Jeder macht einen Teil. Und das wird sehr gut klappen. Das ist sehr transparent, sehr gut einteilbar, sehr nachvollziehbar. Ihr könnt in diesem Video hin und her scrollen, also das heißt vor- und zurückspulen, Sachen mehrmals machen. Ihr könnt das Zahnrad benutzen, um euch die Geschwindigkeit schneller zu stellen, wenn es euch zu langweilig ist, oder auch langsamer, wenn es euch immer noch zu schnell ist. Ihr habt die Tasten eingeblendet, die gedrückt werden, also es müsste alles kein Problem sein. Vorausgesetzt, ihr setzt euch hin, vorausgesetzt, ihr gebt euch Mühe und seid fleißig. Sucht euch eine Piano-App, die dafür geeignet ist. Zu wenige Tasten auf einem Bildschirm sind, glaube ich, nicht gut. Die Piano-App muss sich gut, also die Klaviatur muss sich gut verschieben lassen, damit man möglichst schnell wechseln kann und so weiter, aber das kriegt ihr hin. Klavier, Keyboard, Melodika ist natürlich auch alles erlaubt. Okay, viel Spaß und bis demnächst hoffentlich live.